Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Lalalala. Ja, ich bin gerade am Überlegen, wie wär's eigentlich? Warte mal kurz. Also damit ihr wisst, wovon ich gerade rede. Ich schalte immer, also ich habe eigentlich, habe ich ja ein 32 Kerner, also 16 Kerner mit 32 Threads. Und jetzt habe ich die Fähigkeit, wenn ich jetzt hier auf rechten Bildschirm gehe, rechter Bildschirm, dann genau habe ich bei 32 Kernen so ungefähr so, ne, das so aus Auslastung. Und jetzt habe ich vorhin, wenn ich normalerweise immer ATS oder ETS starte, schalte ich immer 16 Threads aus. Ja, das mache ich dann mit dem Befehl. Da werden quasi Core 16, also logischer Core, also aus Sicht von Linux, 16 bis 31 deaktiviert, was die jeweils zweiten Threads sind, ne? Core 1 bis 15, 0 bis 15 sind quasi die ersten Threads und das sind halt die zweiten Threads. Das heißt, jetzt habe ich nur noch 16 reale Kerne ohne Hyper-Threading. Das siehst du auch schon, ne? Ist wieder ein bisschen hochgegangen. Das ist ungefähr das, was ich jetzt die ganze Zeit hatte. Jetzt muss ich mir überlegen, wenn wir mal ganz kurz angucken, LS Topo. Genau, sind immer 1 bis 7 für die eine CCD und 8 bis 15 für die andere CCD. Das heißt, wenn ich jetzt einfach mal spaßenshalber 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 deaktiviere, dann habe ich nicht mehr einen 16 Kerner, sondern einen 8 Kerner. Mal gucken, ob ich damit noch ein bisschen mehr Performance rausschlagen kann. Glaube ich zwar nicht, aber vielleicht läuft dann die CPU wenigstens kälter. Mal gucken. Mal gucken, wie das die Performance im Spiel beeinflusst. Ob es das überhaupt beeinflusst, I don't know. SCS-Software. So. Einfach mal just from the curiosity. Da. Ach, schon mal guck, mit 8 Twitch hatte das Spiel gar nicht. Lol. Krieg ich erstmal eine schöne Fehlermeldung. Das Programm AM Trucks Extra trat den schwerwiegender Fehler auf. Das ist ja interessant. Wieso startet AM Trucks nicht mit nur 8 Kern? Was denn da los? Dann aktivieren wir mal wieder alle Kerne. So. Da wollen wir mal ein bisschen rumspielen. Und alles geht immer runter. So, jetzt. So, jetzt startet das Spiel wieder. Warum startet ATS nur, also nicht mit 8 Kernen? Das verstehe ich ja mal gar nicht, weil am ATS an sich kann es eigentlich nicht liegen, weil ich spiele das Spiel auch auf meinem Laptop und auf älteren Rechnern und die haben auch meistens sogar nur 4 Kerne. Das ist ja interessant. Naja.
interessantes Phänomen. So, wir liegen ja hier schön in der Spur. Und wir wollen jetzt mal ein paar LKWs kaufen. Und zwar gucken wir mal ganz kurz. Werkstätten haben wir beide aufgerüstet. Was für LKWs haben wir denn? Okay, was haben wir? Eine Menge. International haben wir eine. Oder haben wir nur 10? Also, wir könnten International kaufen. Ja, ich würde sagen, einmal alles, ne? Einmal Canvas, International und einmal Peterbilt. Gut, dann fangen wir mal an mit Canvas. Online kaufen. Ja, genau die. Das sind genau die, die ich wollte. Wir machen hier direkt Flottenkonfiguration. Genau, da haben wir nämlich schon ein paar. Sind das schon die leistungsstarken Modelle? Ja, haben wir kein Blau? Hä? Wieso haben wir kein Blau? Ach doch, das ist ja. Ausführung ändern. Nee, so 500 PS Variante. Wow. Warum? Der ist gerade bei 5000 Euro teurer. Na gut, dann tun wir unseren Leuten mal was Gutes. Kaufen. Du kommst nach. Oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche das waren. Also auf jeden Fall Duwe. Das macht doch für jeden hier so ein neues Ding. Ah. Giletto. Vielleicht sollten wir dann doch auf die vorderen LKWs aufrüsten. Und dann haben wir sie nämlich auch nicht verdoppelt in der Liste. Das macht die Liste jetzt natürlich sehr unübersichtlich. Jetzt haben wir jeden LKW hier mehrmals drin. Wobei, die sind zumindest nach Preis sortiert. Das heißt, die, die wir bereits haben, sind immer am Anfang. Wir müssen also immer nur die letzteren kaufen. So, da fehlt also jetzt zum Beispiel. Was haben wir? Wir haben Blau, Grün, Rot. Da machen wir dieses Gelb. Ist das schon ist das verwirrend? Diletto. Oh, dann fehlt noch schwarz. So. Kaufen. Bam. So, haben wir schon mal hier die 5. Da machen wir als nächstes International. Danke. So. Flottenkonfiguration. 200.000. Oh, das klingt aber. Ich glaube, da haben wir schon einen starken Motor drin. Ja, da haben wir schon einen starken. Okay, cool. Dann brauchen wir da wenigstens nichts ändern. Wir hatten. Oh Gott, was hatte ich denn noch alles mal? Nee. Doch, Elko hatten wir, ne? Ja. Alko. Genau, für mich haben wir auch. Alko. Ja, halt. Da habe ich zwei mit denen. Ja, ich habe den roten. Nee, wir brauchen den blauen. Danke. So. Die grünen. Und den schwarzen. Der.
Na, dann als nächstes kaufen wir dann wieder die jeweiligen mit einer schönen Lackierung. Und dann passt das auch. Aber oh. So. Und dann fehlt noch Peterbilt. Dankeschön. 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 So, Flottenkonfiguration. Sieht schon alles sick aus. So, kaufen. Vermickten. Kaufen. Vermickten. Kaufen. Ja, da hat es doch echt nur für 3 Garagen gereicht. Ist sehr interessant. Ist es der hier oder? Ja, doch, müsste der sein, genau. Kaufen. So, jetzt kommt der schwierige Part. Eieiei, jetzt brauchen wir 15 Mitarbeiter. Fahrermanager, Arbeitsagentur. Fahrer einstellen. So. Da erstmal Frauenpower. Das machen wir hier in Famington. Eine reine Frauengarage. Let's go. Da sind die Mädels über unter sich. Da können sie über Nagellack und Make-up diskutieren. Ist doch auch was Feines. Ah. So. Was gibt's denn noch so für Potenzial? Für Material? Tja. Also ich muss mal kurz jetzt gucken hier. Wie sieht es bei uns aus? LKW-Fahrermanager. Oh, ich hab gar keinen Bock. Wir haben so viele. Holy shit. Okay, sehen wir mal kurz nach. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oh ne. Ah! War das 22? Ich glaube, es war 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Genau. So, das heißt, wir haben 35. Ja, das heißt, wenn wir. Ja, wir haben 35 Frauen, also 35 Männer. Wir brauchen also noch, ja, nochmal 5 Männer und dann die nächste Garage muss dann halb alle sein. Noch einstellen. So, was nehmen wir denn da? Ja, Fernfahrer, let's go. Oh, der hat auch Fernfahrer, let's go. Irgendwie sieht sein Kopf so groß, so breit gezogen. Oh, guck mal, was ist damit? Komisch. Sehr interessant. Sehr interessant. So, was alles nehmen wir? Alter. Der Typ hat ja hier alles. What the fuck, dude? Was ist mit dem los? So, der kriegt den. Ah, gut, du kriegst den schwarzen LKW. So, haben wir hier einmal Fernfahrer. Die Öko-Tante. Du kriegst auch den grünen LKW, guck mal. Ha, bitte. So.
Das machen wir einfach mal wieder für Abwechslung. Eine gemischte Garage. Oh, du bist ja ganz hinten jetzt. Hol da die Waldfee. Was ist denn da passiert? Was haben wir denn noch? Wie viele Fernfahrer haben wir denn? Und er hat Fernfahrer. Auch wenn er echt nochmal ein neues Bild einschicken muss. Das Bild ist irgendwie, sie sieht irgendwie cursed aus. Ich weiß ja auch nicht warum. Er hat hier immerhin wertvolle Fracht, ja. Nicht ganz so gut wie Fernfahrer, aber ich verstehe, wo es herkommt. Oh, er hat beides einmal. Das ist sogar fast noch besser. Hier ist ein Grün-LKW. Nochmal Fernfahrer. Was haben wir denn hier noch? Hier ist nochmal Fernfahrer. Hier ist noch einmal Fernfahrer. Und die haben hier alle gar keinen Fernfahrer. Oh, guck mal, sie ist auch Fernfahrerin. Dann bekommst du den gelben LKW. Bam. So, jetzt haben wir hier noch zwei Fernfahrer. Er und er. Er hat noch fragile Fracht und er hat sparsames Fahren. Noch so eine Ökotante. Nee, den nehmen wir ihn. So, du kriegst den schwarzen. Bam. Easy. Okidoki, jetzt müssten alle LKWs 76 Fahrer, 76 LKWs. Das klingt richtig. Ja. Okidoki. Wir selber haben nur einen einzigen LKW? What the hell? Wow. That's interesting. Gut. Fahren. Und dann erstmal. Kommen wir hier hoch? Aber problemlos. Die Frage alleine. Tja. Dann natürlich wieder genau da, wo man warten muss. Schöner Bahnübergang.
Wo war das 65er Schild? Vollkommen übersehen. Ups. Da zum Beispiel gerade. Okay. Unerwartet grün hier. Oh, das ist wieder Wüste. Ja, moin. Ah, das hier ist vor die grünere Grenze, ne? Ja. Jetzt müssen wir gleich Texas erreichen. Genau. Da, da war früher gesperrt. Als das Gebiet hinzukam. Lange, lange her. Mittlerweile gibt es ja hier alles. Aber, wobei, so lange ist es gar nicht. Ist ja gerade das vorvorletzte DLC. Ja, bald kommen die nächsten DLCs. Ich weiß noch gar nicht, ob jetzt mit der nächsten Version, mit der 1.50. Ich glaube aber noch nicht. Weil es immer noch als TBA, also dass halt kein Release-Datum festgelegt ist. Von daher glaube ich nicht, dass es bis zur 1.50 schafft. Aber vielleicht wird es eine Überraschungsveröffentlichung. Wir sind aufgestiegen, Level 37. Hey, leck mir am Arsch. Alter, das war doch wieder auf die Spur. Morgen. El Paso. Keep
Mit diesem Rot hier ist es schon echt sehr schön designt. Diese Dissection. Auch über diese Sterne drauf. Haben sie aus Russland importiert. Hier wird ja überall mit den Sternen. Sehen wir uns zur nächsten Folge. Denn dann wieder. Bis dann.